Hey, meine Lieben, erstmal natürlich einen schönen Ostersonntag an euch alle da draußen und natürlich überschatten hier ein paar dunkle Nachrichten dieses fröhliche Osterfest. Und ja, es geht nochmal um Jelis und um Yannick. Ich habe mir das auch zu Herzen genommen mit dem Ton, das habe ich vergessen in dem Video, den Ton anzugleichen, sonst mache ich das immer. Da ist es mir jetzt einmal durch die Lappen gegangen, sorry, es war ja auch sehr spät gestern. Deswegen, los geht's jetzt mit den neuesten Updates und vor allen Dingen habe ich Insider-Informationen. So, der Skandal hat auch gestern Abend und heute Nacht überhaupt nicht abgerissen, Leute. Und deshalb müssen wir uns da nochmal ein bisschen was angucken. Yannick hat sich bis jetzt, Stand 11:15 Uhr heute Morgen, nicht weiter dazu geäußert. Ja, lediglich in seinen zwei Slides, wo er dann eben gemeint hat, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ich finde, es ist schon ziemlich hart auch, so zu sagen. Also, mal unabhängig jetzt davon, dass er fremdgegangen ist oder nicht oder wie auch immer, dieses zwei Seiten einer Medaille schiebt er ja automatisch den schwarzen Peter dazu und sagt natürlich auch in dem Slide davor, dass Jelis ihm ganz bewusst schaden will. Und das, ja, also das sehe ich nun mal nicht so, weil jeder kennt Jelis mittlerweile und die Beziehung mit Johannes, mit Jimmy, das ganze Drama. Also wir haben alles mitbekommen und da weiß man auch ein bisschen, worauf man sich einlässt, bin ich zumindest der Meinung. Jetzt kam aber etwas zutage und das hat mich zunehmend schockiert. Da habe ich auch gestern Abend nochmal mit Jelis telefoniert. Und wir schauen uns jetzt erstmal diese Story an. Dann sage ich was dazu und dann kann ich auch noch etwas zu den Chats sagen und zu der Dame, also zu der Freundin von der Freundin, die eben mit Janis die Nacht, mit Janik die Nacht verbracht hat. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. So, da schauen wir mal in die Story rein von Jelis. Alles. Leute, ich sag's euch, diese Story toppt jetzt alles. Mein Schwager hat mit dem Mädel telefoniert, die hatte nämlich in der Nachricht noch die Handynummer hinterlegt. Ganz kurz zum Schwager, zum Mondi, den kenne ich auch persönlich, wir waren da zusammen in Urlaub und so weiter. Und das ist wirklich jemand, der sehr sensibel ist, der sehr empathisch ist, der wirklich auch jemand gegenüber sehr gut einschätzen kann. Also die Frau, mit der Yannick jetzt die Nacht was hatte, hat zwei Kinder. Und jetzt, nachdem ich das halt so quasi öffentlich gemacht habe, hat er ihr allen Ernstes Schweigegeld geboten, damit nichts rauskommt. Er hat auch gesagt, er wird sich quasi dazu nicht äußern und hat ihr jetzt Geld geboten, weil sie zwei Kinder hat. Und falls sie halt dann irgendwie einen Shitstorm oder sowas abbekommt oder ja, dass sie einfach nichts dazu sagt. Er hat einfach Schweigegeld angeboten. Also wie krank ist das, Leute? Mal ganz ehrlich, wie krank ist das, jemandem Schweigegeld zu bieten? Also ich meine, da hat man ja dann schon echt Dreck am Stecken. Ich kann es nicht anders sagen. Was für eine Welt befinde ich mich gerade? Und er wollte sich nochmal mit ihr treffen, aber jetzt, wo es quasi rausgekommen ist, nicht mehr. Und da habe ich auch die Chatverläufe gesehen, also als ich mit Jelis telefoniert habe. Und da haben wir darüber gesprochen, also die Chatverläufe zwischen den zwei Freundinnen. Und also das stimmt wirklich. Nee, also ich denke mal, schlimmer geht's nicht, ne? Aber es geht tatsächlich schlimmer. Er hat dieser Frau Schweigegeld geboten, damit das nicht rauskommt. Er war wirklich der letzte Mann, von dem ich das gedacht hätte. Wirklich. Und genau weil ich solche Sachen hier immer öffentlich erzähle, heißt es ja immer, dass ich die Böse bin. Aber natürlich erzähle ich sowas öffentlich, wenn dieser wenn sowas. Natürlich erzähle ich das. Also er wird die ganze Zeit in den Himmel gelobt, was für ein toller Mann. Und ich möchte auch einen Yannick und so toll, wie er mit Snow ist. Und
hat sie noch als Hintergrund und ich bin wirklich auf 180. Nee. So, ich bin's nochmal. Ich habe alles schwarz auf weiß jetzt gesehen. Ich weiß, wer die Frau ist und werde jetzt hier aber keinen Namen nennen. Ja. Ja, also deswegen, ich kann es auch bestätigen, Leute. Ich will mal meine 25.000 Euro geben, die er meinetwegen gewonnen hat. Und hat sich immer so über meinen Ex-Freund aufgeregt, dass der quasi keine Miete gezahlt hat und andere Sachen nicht. Aber du hast ja auch seit 8 Monaten gelebt und das auf meine Kosten. Ich habe ja auch den Strom bezahlt und die Miete ganz alleine, Getränke. Ich bin so dumm, ich bin einfach so dumm schon wieder gewesen. Ich habe sogar letztens noch meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, du bist seit 8 Monaten hier, du isst hier, du duschst hier, du hast selber öffentlich gesagt, wir leben zusammen. Möchtest du mir nicht mal Geld für die Miete dazugeben? Und dann hat er gesagt, ja klar, ich kann dir was dazugeben, aber du hast dir hier auch die Wohnung ausgesucht. Auch wenn wir uns eine Wohnung zusammengenommen hätten, wäre die nicht günstiger gewesen. Ja, also das war einfach alles nur für die Reichweite. Und ich schwöre es euch, Leute, ich hatte das die ganze Zeit im Gefühl und deswegen habe ich auch nie viel gepostet und habe mich da zurückgehalten, weil ich dachte mir, ich hatte jetzt schon 2 Beziehungen in der Öffentlichkeit, ich halte mich da jetzt mal zurück und bin wenigstens froh, dass ich das da getan habe. Ja, ich habe mich als Freund auch zurückgehalten, aber meine ersten Eindrücke über Yannick seht ihr noch in den Reactions Make Love, Fake Love und da habe ich noch dazu jedes gesagt. Mir kommt der komisch vor, aber wenn jetzt so eine gute Freundin einfach auch im Liebesglück ist, da spricht man ja auch dann nicht so dagegen. Ich sag's nochmal, ich möchte an die Liebe wirklich glauben, aber was man ja zurzeit alles sieht und hört, bin ich irgendwie froh, dass ich alleine bin, ehrlich. Also, zumal es hier eh keine Auswahl gibt in Baden-Baden, also von daher. Sehr. Aber dann hat er jetzt auch alles geschafft. Ne? Er hat erstmal das Format gewonnen, das war sein Ziel. Er hat den blauen Haken, das war sein Ziel. Er verdient jetzt Geld mit Instagram, das war sein Ziel. Und er hat ordentlich Follower dazu gewonnen über Nacht. Es ist richtig krass. Ich weiß nicht, was für Frauen das sind, die ihn dann noch abfeiern. Ja? Also entweder sind es wirklich so Leute, die jetzt einfach nur gucken, oder es sind einfach jetzt auch Girls, die sagen, komm, knatter mich auch durch. Ich bin bereit. Und ja, hat Follower bekommen, war auch sein Ziel. Also er hat alles erreicht, was er wollte. Ja, und so gut im Bett soll er ja auch nicht sein. Glückwunsch. Und mir ist es auch sowas von egal, wenn jetzt noch irgendwer sagt, du trägst schon wieder alles in die Öffentlichkeit, so hast du es bei den anderen auch gemacht. Ja, weil ich möchte, dass jeder sieht, was er, Snow, ich lasse mich jetzt da mal raus, aber was er meiner Tochter damit angetan hat. Er weiß ganz genau, wie verliebt sie in ihn ist und wie viele Fotos und Videos er mit ihr gemacht hat. Und ey, der hat ihr die Windeln gewechselt, der hat mein Kind nackt gesehen. Und dann macht er sowas. Ich sitze hier immer noch im Badezimmer auf dem Boden. Und versuche hier alle Nachrichten zu lesen. Ich kriege so viele Nachrichten von Freunden und Anrufe. Ich sehe das alles, also ich lese nicht alles genau, aber ich sehe, wenn ihr euch bei mir meldet. Aber ich habe gerade keinen Kopf dafür. Aber es ist trotzdem schön, dass ihr für mich da seid. Ja, das sind wir ja auch gerne. Es ist jetzt 23.18 Uhr und ich sollte eigentlich schon längst im Bett liegen, denn morgen wird wieder ein anstrengender Tag.
So, dann kamen natürlich immer wieder Nachrichten, dass er auch die ganze Zeit über geflirtet hätte, dass er offen über Snow gesprochen hätte, ja. Und von daher, hier taucht jetzt also einiges auf aus diesen letzten 8 Monaten nach der Show, wo er mit Jelis bereits zusammen war. Und dann ist auch noch ein Chat aufgetaucht hier, den habe ich auch in Instagram gepostet. Aber der ist fake, weil ich habe ihn ja auch, also das Profilbild ist definitiv anders, das ist uns dann direkt aufgefallen, das ist viel weiter weg. Es war das gleiche Bild, aber viel näher hier. Und da ist auch definitiv nichts abgesprochen mit Phyllis oder ähnlichem. Also das wäre auch zu früh, vor allen Dingen weiß man gar nicht, ob Prominent getrennt in eine dritte Staffel geht. Das ist nämlich final noch gar nicht entschieden. Und solange so etwas final noch gar nicht entschieden ist, auf gut Glück sowas zu inszenieren, wäre ja völlig doof. Leute, ich bin geschockt. Ich bin echt geschockt. Und ich bin auch ehrlich gesagt geschockt, dass er jetzt noch mal so viel dazu gewinnt. Das ist irgendwie wie Alex Petrovic. Also ich weiß nicht, können sich die Männer irgendwie nur Scheiße erlauben? Und dann werden die noch abgefeiert dafür im Internet und kriegen Klicks und Follower und Fame ab. Und ja, und Frauen werden gleich als Ho bezeichnet. Also ich verstehe es 0,0. In dem Sinne jetzt erstmal schöne Ostern. Ciao.